Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Profi-Nerd und heute geht es um den DMC-12 DeLorean, die Zeitmaschine aus Back to the Future. Ich habe ja bereits ein Video gemacht mit einem Unboxing, wo ich euch gewisse Sachen gezeigt habe. Heute kommt das Review und das ist anders als sonst. Nummer 1, harten Fakten. 1872 Teile, 179,99 €. Ich habe eins im Schneegoland bekommen, war echt gut. Zwei Minifiguren mit bei, Dr. Emmett Brown, so viel Zeit muss sein, und Marty, die Mistflieger McFly. Plus einem kleinen Ständerwerk dazu mit einem schönen Aufkleber. Da hinter mir im Regal seht ihr es, da steht er schon, da ist er auch drin. Wir haben drei Möglichkeiten, ihn zu bauen. Wir können ihn entweder bauen wie aus Film 1 mit dem kleinen, mit der Applikation, wo er den Strom abgreift von der City Hall. Als Möglichkeit Nummer 2 aus Back to the Future 2 mit den umklappbaren Rädern, in dem er dann auch wunderbar mit dem neuen Antrieb Mr. Fusion, braucht kein Plutonium mehr, durch die Zeit reist. Oder wie Nummer 3. Mit dieser Applikation auf der Motorhaube, auch hinten drauf Mr. Fusion, wie er vom Zug angeschoben wird, über 88 Meilen pro Stunde. Und warum wird das Review anders als die anderen Reviews? Ich fange mit dem Fazit an. Ich finde bei diesem Set es durchaus sinnvoll, mit einer Pro- und Kontraliste anzufangen und das Fazit für euch vorwegzunehmen. Danach zeige ich euch das Set im Detail, dass ihr über meine Pro- und Con-Liste, die ich euch gleich erzählen werde, noch ein bisschen nachdenken könnt und seht, was ich meine. Und zu guter Letzt stelle ich das Ganze, also nehme ich es aus dem Regal raus, stelle es hier hin und zeige euch noch ein paar Dinge, schwafel noch ein bisschen drüber und gucken wir mal, was wir für Verbesserungen machen können. Denn bei dem Set gibt es einen Negativpunkt, den man ganz einfach zu einem Pluspunkt machen kann. Ich habe eine kleine Liste geschrieben, dass ich nichts vergesse. Ich hoffe, es langweilt euch nicht so sehr. Vorher gehen wir ganz kurz noch in die Anleitung, die habe ich euch beim Unboxing schon gezeigt. Allein, dass die Anleitung so beginnt mit diesem Back to the Future Auto von hinten. Wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, oftmals so kleine Anhaltspunkte drin, wie wir was anzubringen haben. Da muss man gucken, dass es richtig rum ist, weil sonst irgendwelche Sachen nicht gehen würden. Oft sind auch so kleine Pfeile mit bei, was man wo machen muss und dass irgendwo Klick machen muss und so weiter und so fort. Und das ist ganz nett gelöst. Interessant finde ich allerdings, wo haben wir es denn? Irgendwo finde ich es denn. Ich habe es ja schon gesagt, dass das Ding innen drin bunt wie Hölle ist. Also wirklich bunt wie Hölle. Man sieht ja von dem fertigen Modell nichts. Wirklich nichts. Beim Bauen helfen die Farbgebungen durchaus ein bisschen. Das ist sowohl für mich ein Pro- als auch ein Kontrapunkt. Es ist natürlich so, wenn man reinguckt, man weiß, wo diese bunten Stellen sind, fallen die einem auf. Wenn so im Regal steht wie jetzt, wird kein Mensch drauf kommen, dass da drin Rot und Gelb verbaut ist. Kommen wir mal zu den Pro-Sachen. Wir haben hervorragende Bautechniken. Wir bekommen mit gewissen coolen Bautechniken gewisse Winkel hin, die ich so mit Lego noch nicht gebaut habe. Wir bekommen mit Bauumkehrern, das muss ich euch mal zeigen, bekommen wir Sachen hin, die mir richtig gut gefallen haben. Ich muss einfach mal blättern, dass ihr das seht. Hier zum Beispiel bauen wir einen Seitenteil, einen Flügelteil in Tüte 10. Ich muss mal kurz zu der Stelle gehen. Bauen wir dieses Dreieck hier und das wird dann drei Stellen eingeklipst mit diesen, normalerweise nennen wir es Hinges, diese 1x2 Bricks, wo man so eine Fliese zum Beispiel drauf machen kann. An drei Stück wird es einfach eingeklippt, um einen mega guten Winkel zu kriegen. Das haben sie echt klasse gemacht. Oder auch hier hinten, ich muss mal nochmal weiterblättern, haben wir zum Beispiel, ich finde es schon noch, keine Panik, das dauert gar nicht so lange. Hier haben wir so eine kleine Applikation aus Fliesen, die dann auf der Seite aufgesteckt wird, wo einfach so ein, nicht ein Pin rausguckt, da guckt einfach so ein kleines, wunderschönes, so eine kleine Kelle raus. Das Stück von der Kelle und da pinnen wir diese Negativfliese dran. Das ist mega gut gemacht. Da kriegen wir Winkel hin, die habe ich sonst noch nicht gebaut. Und das ist mega gut gelöst. Auch die ganze Bauanleitung ist super verständlich und schön gemacht. Kann man nicht meckern. Des Weiteren ist die Anleitung nicht nur schön gemacht, da stehen auch Zusatzinformationen drauf. Was lege ich die Anleitung weg? Wir haben ab und zu im Eck, da muss man gar nicht so häufig blättern. Da steht einfach im Eck, wie beim Haunted House zum Beispiel, beim Geisterhaus zum Beispiel, stehen da lustige Facts drin. Hier zum Beispiel einfach mittendrin. Hier oben sehen wir es. Dass zum Beispiel drei unterschiedliche Versionen von dem Auto existiert haben. Das eine Version detailliert, die war für die an als die andere. Das eine für die Nahaufnahmen verwendet wurde und die andere mehr für die Stuntaufnahmen. Da stehen lustige kleine Facts zum Film und zum Auto drin. Mega! Sowas wünsche ich mir mehr. Ich habe mir davon mehr gewünscht. Da haben wir es drin. Dann haben wir drei Varianten, die wir bauen können. Wir können das Auto aus Teil 1, 2 und 3 bauen, habe ich ja schon gesagt. Das ist tipptopp. So kann keiner meckern. Warum habe ich denn den DeLorean aus Back to the Future 2 bekommen? Ich wollte doch den aus Film 1 haben. Nee, man kann alle drei bauen. Super. Lego geht auf die Wünsche der Fans ein. Einziger Kritikpunkt muss ich anbringen, man kann keinen DeLorean bauen, wie er im Standardzustand kommt, ohne Zeitmaschinenfunktion. Aber es ist ja auch kein DeLorean, es ist die Zeitmaschine, die wir bauen. Dann haben wir noch, super, wir haben neue Teile drin.
Die blende ich euch ein, wenn ich euch das Set vorstelle, wenn ich sie in die Kamera halte, dann zeige ich euch hier ein bisschen. In fast jeder Tüte waren neue Teile drin. Hat mich mega glücklich gemacht. Echt cool. Wir haben eine Funktion drin. Wir können nicht nur die Flügeltüren öffnen, wir haben auch unten einen großen Hebel, mit dem wir die Räder von der normalen Fahrposition zack einklappen können zur Flugposition. Finde ich echt gut. Vorne die Kofferraumklappe können wir aufmachen. Ist klasse. Mr. Fusion können wir aufmachen. Wo was eine Funktion ist, weiß ich nicht. Aber ich bin echt glücklich, dass man mit dem Auto einiges machen kann. So viel wie mit einem Technikauto für 400 Euro. Allerdings sind auch einige Kontras mit bei. Als Funktion finde ich die Türen echt gut, aber die haben einen Nachteil. Wenn ich die Türen aufmache, gehen die aufgrund des Gewichts wieder nach unten von alleine zu. Da sind keine Gasfedern drin, da sind keine anderen Federmechanismen drin. Das ist an zwei Pins befestigt, einem blauen 3L-Pin und einem schwarzen 1L-Pin. Die haben zwar Friction, also Widerstand, aber das reicht nicht aus, dass die Türe oben bleibt. Bedeutet, ich kann ihn nicht mit geöffneten Türen ausstellen. Nicht ohne Trick. Komme ich noch dazu? Komme ich noch dazu. Versprochen. Des Weiteren, das sind die Ersatzteile. Wir können ihn umbauen in die eine Version, in die Version mit Mr. Fusion und in die normale Version, die ich habe. Wir haben ein paar Transclear-Steine mit bei und wir haben vier andere Felgen mit bei. Vier weiße Felgen mit roten Radkappen und silbernen mit silbernen Applikationen. Vier Radkappen. Natürlich, das ist die Radkappe aus Back to the Future 2. Mega gut. Aber ihr seht schon, was das Problem ist. Mir fehlen die Gummis. Es ist ein Satz Gummiräder dabei, aber acht Felgen. Bedeutet, wenn ich jetzt diese aufziehen wollte, muss ich zuerst die Gummis von den Felgen ziehen, muss die aufziehen und wieder anstecken. Warum? Hätte ich das gewusst, hätte ich im Legoland, als ich mir geholt habe, nochmal vier neue Reifen mitgenommen. Das ärgert mich, dass die da nicht beiliegen. Das finde ich einen großen Kritikpunkt. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Kollegen, die Transclear-Steine. Es sind vier Transclear-Steine mit bei, die beim Bau benötigt werden. Auf dem kann man das Auto abstellen, wie bei der BMW. Die sind quasi unten am unteren Rand des Autos befestigt. Da steht das drauf, dass man bauen kann, auch ohne Räder, dass es nicht wegrutscht und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Allerdings sind nur vier Stück dabei. Bedeutet, wenn ich den DeLorean bauen möchte, irgendwie in Version 2 oder 3, wo er fliegen kann, dann ist er halt nur ein paar Millimeter über dem Boden. Ich zeige es euch gleich. Und wären da wenigstens 16 Steine mit bei, könnten wir das Ding nach oben setzen, könnten wirklich so tun, als ob das fliegt. Oder zum Beispiel auch, wenn 20 Steine dabei wären, dass wir einen kleinen Winkel hinbekommen. Ist aber nicht der Fall. Ein paar Transclear-Steine mehr. Warum nicht? Auf den Produktbildern haben sie es nämlich auch gemacht. Das sind eine Menge Transclear-Steine. Das sieht aus, als ob es fliegt. Ah, das ärgert mich wirklich. Wirklich, wirklich. Und der größte Kritikpunkt, neben dem Preis, und das ist für mich der, mit der Hauptkritikpunkt ist der Preis. Und warum es das ist, ist der Grund der Sticker. Die Sticker sind für mich, wo habe ich sie denn? Ein Grund, warum ich das Set nicht so toll finde. Also ich finde es schon toll, keine Frage, aber warum es Abzug in der B-Note gibt. Ich habe es euch im Unboxing gezeigt, es sind einige Sticker mit bei. Es sind zwei Stickerbögen mit bei, ein Stickerbogen mit Hintergrund weiß und ein Stickerbogen, wo nur ein einziger Sticker ist, mit Transclear-Folie für den Fluxkompensator. Und entgegen der Produktbeschreibung von Lego auf der offiziellen Website ist das Interieur, die Zeitleitung der Flug... Also da steht wirklich, dass die Zeitleitungen, dass das Interieur Prints sind. Pustekuchen, das sind Aufkleber. Das sind Aufkleber. Es sind andere Teile, andere Fliesen, die mit Prints versehen sind. Aber das Armaturenbrett, die Zeitleitung, Flugskompensator, das sind alles Aufkleber. Das war Mr. Fusion auf einem 1x2 Liftarm. Das da, dass das ein Aufkleber ist. Das sehe ich ein. Okay, von mir aus. Aber bei einem 180-Euro-Set, was jetzt mein Kritikpunkt ist, bei einem 180-Euro-Set kann ich doch erwarten, dass ein zweiter Satz Gummireifen dabei ist. Ich kann erwarten, dass ein paar Transclear-Steine mit bei sind. Und ich kann erwarten, dass 11 bedruckte Fliesen mit bei sind. Klar, das Auto hat 35 cm. Ist schwer. Ist echt nett. Aber es sind, ich sage das böse Wort nicht, es sind 180 Euro. Natürlich kommt es auch in den freien Handel, wie es gerade geplant ist. Und es wird dann mit 20% laufen, was das Ganze dann für 145 Euro, 150 Euro auf jeden Fall erträglich macht. Trotzdem sind 180 Euro UVP mindestens 50 Euro zu teuer. In meinen Augen. Wenn ich nicht so extrem krasser Fan von diesen drei Filmen wäre, hätte ich mir das Auto nicht gekauft. Wirklich. Ich bin echt krasser Fan und das ist der einzige Grund, warum ich ihn gekauft habe. Wie viele andere auch. Es wird auch Investoren geben, die ihn als Investorengrund gekauft haben, aber für mich ist das einfach zu teuer, Freunde. Wartet auf Rabatte. Jetzt habt ihr das Fazit gekriegt, warum ich es gut finde, was ich schlecht finde. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch mal genau hin
Und zwar mit einer Nahaufnahme. Von außen gucken wir uns das ganze Ding an, von innen, von außen, überall. Und dann guckt er mal, ob meine Kritik gerechtfertigt ist. Hier steht das rote Stück. Bevor wir uns aber dem Auto widmen, stell's mal beiseite, kümmern wir uns erstmal um die Kollegen hier. Wir haben hier Dr. Emmett Brown und Marty McFly und The Time Machine. Wir sehen hier von Dr. Emmett Brown Enterprises im Jahr 1985, mein Geburtsjahr, wie viel Power das Ding braucht, dass es mit Plutonium läuft. Logisch braucht Plutonium, weil da ist ja noch nicht der Mr. Fusion drin. Es ist halt einfach keine normale Fliese, das ist so ein riesiges Wedge. Und da stehen die zwei Figuren dran, einfach zum schönen eben dran stellen, finde ich toll. Aktuell, wo ich das Video aufnehme, laufen die zwischen 70 und 120 Euro bei eBay. Zahlt bloß nicht diesen Preis für die Figuren. Das Auto kommt wieder in den Handel, es ist gerade nicht lieferbar, kommt aber wieder. Wir kümmern uns aber kurz mal um die Minifiguren. Wir fangen mal mit Marty McFly an. Wir sehen hier, wir haben die Beine bedruckt, das sind die selbstschnürenden Nike Air drin. Sieht halt einfach grandios aus mit diesem Prinz. Wir haben hier seine tolle Weste mit dem roten Hemd und den grauen Ärmeln. Ein verschmitztes Grinsen und wir haben auch ein Wendegesicht, wo er ein bisschen draufgängerischer guckt. Das will er nicht. Machen wir einfach mal so. So, ein bisschen draufgängerischer guckt. Sieht mega gut aus hinten. Ein bisschen spärlich bedruckt. Die Hosen natürlich hinten nicht bedruckt. Die übliche Marty McFly-Friese dran. Ich finde es herrlich. Leider keine Armbedruckungen, aber allein die Hose mit den Schuhen ist grandios. Kommen wir zu Dr. Emmett Brown. Dr. Emmett Brown hat eine krasse Friese. Seine weiße Friese. Zum Kopf komme ich gleich. Wir haben seinen gelben Anzug mit dem roten Hemd, der roten Krawatte, der gelben Hose, den super Stulpen und den schwarzen Schuhen, den Lackschuhen. Die sind leider seitlich nicht bedruckt, die Beine. Hier fehlt mir der Print, da fehlen die Lackschuhe. Auf der Rückseite haben wir keinen sonderlichen Print, außer seinem Kragen. Allerdings hat er auch ein normales Gesicht und kann erschrocken gucken. Great Scott! Aber für mich ist einfach dieses Gesicht hier mit der futuristischen Brille ist für mich einfach das Dr. Emmett Brown Gesicht. Finde ich grandios. Also die Minifiguren sind erste Sahne. Die kann man da exakt wunderbar neben dran stellen, neben den DeLorean. Passen da drauf, stehen gut da und fertig. Die kommen jetzt einfach mal weg. Kommen wir mal zum Auto. Ich zeige euch die Funktion. Wir können zwei Türen aufmachen, das sind Flügeltüren, wie beim echten DeLorean. Können die Flügeltüren nach oben aufmachen, allerdings fallen die wegen ihres Eigengewichtes wieder zu, später dazu mehr. Das Gute ist, ich brauche nichts machen. Zweite Funktion ist, wir können die Motorhaube öffnen, dann wenn wir da einfach ein bisschen hier Finger reinmachen, können wir die Motorhaube öffnen. Da sind noch Gimmicks drin, Plutoniumkiste, die man öffnen kann und ein Hoverboard. Die muss man dann wieder schön zurück machen, so. Weitere Funktion, die wir haben, die Hauptfunktion, wir können die Räder umklappen. Hier unten ist ein kleiner roter Hebel. Wenn wir den bedienen, ich mache das gerade mal, können wir die Räder um 90 Grad klappen. Achtung, wo ist der Hebel? Da ist er. Zack. Seht auch schon die Funktion, da sind Zahnräder drin und Gummis, die es wieder zurückschnalzen lassen. Jetzt habe ich nur gerade was abgerissen. So. Und diese wunderbare Funktion wird mit Zahnrädern hier gelöst. Die Gummis sind zum Zurückschnalzen da. Da sehen wir eins. Ich mache es mal, dann seht ihr es immer. Zack. Und zurückschnalzen. Wunderbare Funktion, echt nett gemacht. Und das ist so alles, was wir mit dem Auto machen können. Und es ist mir sogar hier hinten noch einer von denen abgegangen. Wie geht denn das? So. Und das ist das Auto. Wir können es, wie gesagt, in drei Versionen umbauen. Das mache ich jetzt hier nicht. Jetzt zeige ich euch jetzt die bautechnischen Details. Und ich baue es nachher einfach um. Es ist ganz easy. Ja? Repariert mir erstmal den Kollegen hier hinten, der abgegangen ist. Es könnte nicht sein, dass er einfach abgeht. So, repariert. Wir wollen ein ordentliches Review haben. Wir fangen einfach mal vorne an. Hier haben wir wunderschöne Flat-Silver-Teile, die einen wunderbaren Kontrast zu dem Grau bieten. Ich finde, hätte man das ganze Auto in den Flat-Silver gemacht, dann würde es einfach nicht so gut aussehen. Und es hätte einfach, ich weiß nicht, es würde einfach übertrieben ausschauen. Ich finde das mit den Applikationen in Flat-Silver, der Stoßstange und entsprechend hinten, finde ich das super gelungen. Das ist andere in Light Bluish Gray, finde ich völlig ausreichend. Wir haben auch noch ein bisschen, wie im Original, noch ein bisschen Farbapplikation. Hier haben wir einen Print, einer wenigen Prints. Das DMC-Logo, das ist ein Print. Auch die Scheinwerfer schön gestaltet, wie ich finde. Hier unten auch diese Stoßstange, richtig gut gelöst. Hier ist ein kleiner Kratzer drauf, wie ihr seht. Und der hier, der sieht auch ein bisschen, also ihr seht schon, die sind alle wunderbar gemacht. Und wenn ich da ein bisschen gucke, da sind Löcher drin im Lack. Das muss ich mal bei Lego reklamieren. Dann haben wir
Das wollte ich euch zeigen hier, diese wunderschönen schwarzen Teile, die sind neu in dieser Farbe. Die werden festgemacht, werden da rumgeschlängelt, deswegen sind auch diese Elemente mit diesen Teilen da, dass wir die da festhalten kann. Dann gehen die hier drunter unter diese silbernen Kerzen, die ich auch so noch nicht gesehen habe. Die werden eingeklipst und drunter wird es befestigt. Finde ich auch mega gut gemacht. Die Spiegel sind ein bisschen lapprig, weil die nur an so Plate Modify dran sind, aber dafür ist die Türe super gelöst. Hier seht ihr, wie die Türe aufgeht. Wenn ich jetzt aufmache, dann bleibt das Dreieck stehen und das andere Dreieck entsprechend kann man hier einklappen. Voll gut. Auch hier die Applikation toll, auch mit dem Trans Blue drunter wieder. Finde ich echt, echt klasse. Und was ich mit Baulösung meine, hier zum Beispiel, hier guckt eine kleine Kelle raus, so eine Polizeikelle. Die wird in diese Negativfliese gemacht, die ein Loch hat. Die steckt man da einfach drauf, macht den entsprechenden Winkel und hat ein super aussehendes Auto. Dass hier die Lücke ist, ist ein bisschen doof, aber dafür ist der rechts gut gelöst. Auch hier mit diesen Details drin. Wir gucken mal hinten in den Motorraum rein. Ja, es ist die Antenne, die die Kamera hier belagert. Ich mache die mal kurz raus. Wir haben hier den Antrieb mit drin. Wir haben hier ganz viel Zeug drin. Hier sehen wir auch schon ein bisschen Farbzeug hier drin. Das ist das Einzige, das man sieht. Diese rote Platte, die hätten wir umbauen können. Hinten diese riesigen Triebwerke mit den Diffusoren. Die finde ich auch richtig gut gelöst. Hinten das Heck, das ist richtig gut. Unten die Stoßstange natürlich auch. Richtig nett gemacht, auch mit einer schönen Schräge drin, wie ihr seht hier. Das haben sie echt klasse gemacht. Oh, den muss man wieder hinbiegen, dann habe ich wohl gerade verbogen. Diese Diffusoren hier hinten am Antrieb, richtig nice. Das ist eine Glasscheibe, die ist beklebt. Und hier drüben haben wir andere Details als auf der anderen Seite, richtig gut. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt machen wir mal richtig Butter bei die Fische und gucken mal da rein, oder? Aber erstmal wollte ich noch zeigen, dass hier diese ganzen Sachen, seht ihr irgendwo hier Lücken, wo keine Lücken sein sollen? Also alles geschlossen. Schön geschlossen. Hier sind nirgendwo, also dass die Lücke hier drin ist, ist okay. Hier muss ich schon sagen. Aber ansonsten, hier muss man nochmal zusammendrücken, da habe ich gerade eben Unfug getrieben. Hier sind keine Lücken drin. Und ihr seht schon auch, wie diese Steigung von der Motorhaube kommt, dieses schön, wie es hier ineinander übergeht. Hier sind keine blöden Lücken drin. Geht hier hoch zum Dach. Das finde ich einfach klasse gemacht, von oben auch. Und gerade wie das hier zum Beispiel gelöst ist, richtig klasse. Mit dem Dach echt super gelöst. Also bautechnisch der Hammer. Auch unten drunter haben wir bautechnisch ein paar schöne Sachen. Wir bauen einen großen Technikrahmen mit neuen Teilen, zeige ich euch später noch. Und wir haben da eine Menge Stabilisatoren drin. Also das Ding hat keinen Flex, braucht ihr nicht glauben. Und das Ding ist auch ordentlich schwer. Das Ding wiegt wirklich was. Aber es fährt schön, es fährt super. Und nochmal die Räder umklappen, weil sie schön ist. Zack, zack. Es sind auch unter anderem solche Trans-Kleesteine mit bei, auf denen das steht. Zeige ich euch auch später. Da kann man es wirklich hinstellen, wenn die Räder eingeklappt sind. Denn wenn ich die Räder einfach einklappe, dann steht das Ding einfach auf den Rädern drauf. Mit den Trans-Kleesteinen an der richtigen Stelle angebracht. Kann man es auch schweben lassen. Würde ich sagen, gehen wir auch zum nächsten wichtigen Punkt, zum Interieur. Habe ich euch gerade versprochen. Dazu muss ich die Türe aufmachen. Und dann gucken wir mal rein, oder? Dann nehmen wir doch einfach mal das Teilchen so in die Hand und gucken da rein. Hier haben wir einen Sitz, den können wir nicht verstellen von der Form groß. Das ist aber auch super gebaut, wie ich finde. Und wie ihr seht, wir haben hier oben diese Fliese. Das ist ein Print. Das ist ein Print, Freunde. Und wir haben auch einen Leuchtstein. Seht ihr es? Für den Fluxkompensator, komme ich gleich noch. Und wir haben hier den Gangschaltungshebel. Wir haben hier die Aktivierung der Zeitleitung. Und hier unten sehen wir schon ein bisschen Rot. Das ist das Rot vom Hebelwerk von unten. Hier sehen wir einiges an Farben. Aber wenn das Ding so im Schrank steht, seht ihr davon nichts? Das ist der Trick. Wir gucken mal von der anderen Seite rein. Da seht ihr das gleiche in grün. Wobei, nee, es ist auch gelb und orange. Sehen wir hier auch diese lustigen Farben drin. Warum hier unten diese nougatfarbenen 1x1-Dinger drin sind, verstehe ich nicht. Und ihr seht schon anhand von dem Weißen da unten, da kann man durchgucken, warum sie das nicht geschlossen haben, verstehe ich auch nicht. Und hier oben auf dieser Seite haben wir hier auch wieder den Print. Und das wirklich Wichtige ist hier der Fluxkompensator. Und ich zeige euch das mal. Wir gehen da mal mit der Kamera nah ran. Achtung. Das, Freunde, ist nämlich ein Aufkleber, ein Trans-Clear-Aufkleber. Und der hat, wenn man nah rangeht, sieht man kleine Luftblasen drunter, weil man das niemals komplett wunderbar draufkriegt, weil man den Kleber in den Trans-Clear immer sieht. Natürlich können wir dann auf die da drauf drücken und dann leuchtet das und dann steht der Fluxkompensator. Das ist richtig niedlich gemacht. Aber man sieht einfach, sieht man das ein bisschen besser, wenn ich es hier aufmache? Man sieht immer, dass es ein Aufkleber ist. Sieht man das richtig gut irgendwo? Nee, man sieht es nicht gut, ne? Kommen wir da ein bisschen näher ran. Da seht ihr es ein bisschen. Da, das Schwummrige.
Das sieht man immer ein bisschen, dass ein Aufkleber ist. Das kommt nicht, weil es komisch aufgeklebt hat. Diese Schlieren da drauf auf dem TransClear, das ist der Kleber. Aber ansonsten finde ich, es ist echt gut gemacht. Wir gehen mal weiter ins Interieur. Das Lenkrad hat natürlich keine Funktion. Das Lenkrad ist, wo sind wir denn hier? Das Lenkrad dreht frei. Da passiert gar nichts. Und diese ganze Anzeige innen drin, der Tachometer hier, das ist ein Aufkleber. Das komplette Ding ist ein Aufkleber, muss man tierisch aufpassen, weil ihr seht schon, das ist wesentlich kleiner als das Pendel. Normal sind die Dinger ungefähr immer so groß wie das Pendel oder die Fliese. Das ist nicht der Fall. Und ich würde sagen, wir gucken mal auf der anderen Seite rein, dann sehen wir auch viel besser die Zeitleitung. Und also jeder, der nicht weiß, was eine Zeitleitung ist, der geht jetzt bitte in den Film gucken, bevor ich weitermache. So. Hier sehen wir, da habe ich einen Aufkleber ein bisschen schief aufgeklebt, denn rechts an der Beifahrerseite, den hier habe ich ein bisschen schräg aufgeklebt. Da sehen wir die Plutonium-Chamber, da sehen wir natürlich, wie viel noch drin ist. Wir sind unten unter dem, das sind wir die Zeitleitung, richtig gut. Oh, ich liebe diesen Zoom. Wir sehen unten einen kleinen Taschenrechner, mit dem man die Zeitleitung programmieren kann. Alle drei stehen auf dem 26. Oktober 1985, 1 Uhr 21, 1 Uhr 22 und 1 Uhr 20. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, warum steht dann nicht 25. Oktober 1985, 2015 und so weiter? Leute, das ist aus dem ersten Film. Das ist die Zeitleitung aus dem ersten Film, in dem Dr. Emmett Brown am 26. Oktober um 1 Uhr 21 nachts Einstein in die Zukunft befördert. Eine Minute. Das ist die Zeitleiste davon. Ist es nicht grandios? Ich finde es voll gut. Das sind so kleine Details, die sehr wichtig sind. So, Fokus. Und in der Lego-Anleitung, beziehungsweise in der Lego-Webseite steht, dass das ein Print sei. Da steht, dass die Zeitleitung ein Print sei. Ihr seht, das ist kein Print, das haben sie wohl sich vertan. Ich fände es cool, wenn das noch als Print rauskäme, wenn sie wie beim Batmobil sagen, ja, es ist ein Fehler unterlaufen, da könnt ihr die Teile nachbestellen, das wäre halt mega. Mir ist gerade hinten abgefallen übrigens, ich habe mal zu feste gedrückt wieder. Aber ja, das finde ich ein bisschen schade. Zwei Details wollte ich auch noch zeigen. Wir haben, Achtung, jetzt kommt's, wieder der Spiegel hier. Wir haben hier hinten, schon wieder verbogen, wir haben hier hinten diese Geschichte, dass die hier wunderbar so übereinander gehen, haben wir hier drin schön mit unterschiedlichen Höhen gearbeitet. Und das hier, diese zwei Drittel, das sind diese Slopes. Die werden so gebaut, dass man von einer, also die hier, dass man von der anderen Seite was dagegen machen kann, dass hier keine Lücken entstehen. Genauso hier, ein bisschen so, genauso wie hier vorne, da entstehen keine Lücken. Das wird alles so gebaut, dass keine Lücken entstehen. Ich soll es auch alles festdrücken, dass ihr das richtig seht. Und das Zweite, was ich richtig, richtig toll finde an diesem Wagen, was sie richtig gut gelöst haben, machen wir das weg. Das ist einfach das Heck, oder? Das sieht doch 1:1 aus wie in DeLorean. Ich finde, das haben sie echt gut gelöst. Auch wenn es ein bisschen fummelig ist, wie ihr es schon seht, es fallen Teile ab, wenn man zu heftig dran rüttelt. Aber es ist ein Display-Set. Und das würde ich sagen, jetzt gehen wir zum kompletten Review über und dann noch ein paar Worte dazu. Habt ihr mal gerade gesehen, was meine Kritikpunkte sind in Sachen Sticker und was meine Pros sind in Sachen Bautechnik? Finde ich mega gut. Ich habe ja schon euch ein paar Sachen gezeigt. Zum einen, dass das Ding richtig bunt ist. Wenn man hier oben reinguckt, sieht man, dass es rot ist natürlich. Aber wenn es im Regal steht, fällt davon nichts auf, wirklich gar nichts. Natürlich, wenn man dann in den Radkästen reinguckt, sieht man da ein bisschen orange vielleicht, aber nur, wenn man wirklich will. Von unten sieht die Sache anders aus. Da haben wir ganz viel rot und weiß und überhaupt. Das weiß und rot dient als Baurichtungsumkehr oder Baurichtungsorientierung. Dann wissen wir, da müssen wir hier bauen, dann müssen wir da bauen. Das wird oft mal gewechselt und gedreht. Das ist völlig okay. Wir sehen auch hier den roten Hebel, mit dem ich die Räder umklappen kann. Das ist ein einfacher Mechanismus mit ein paar Zahnrädern und Gummis, die da gespannt sind. Alles halb so wild. Finde ich okay. Die Türen sind halt einfach ein Problem. Die halten nicht oben. Die halten nicht. Ist zu schwer. Das sind diese 1x2 Plate Modified mit diesen Löchern drin, wo eben diese Pins drin stecken und die halten das Gewicht der Türe nicht. Es gibt einen kleinen Trick, wie wir das verbessern können. Es liegt zum Beispiel dieses kleine Teil bei, ich mache es mal auf eine Felge, diesen Baurichtungsumkehrer, dieser ich nenne mal Lippenstift, auf beiden Seiten hat er so ganz dünne Sachen, die passen halt wunderbar in dieses, alles was so ein Loch hat, passen die rein. Und da drin gibt es eine Stelle, ihr könnt auch natürlich ein anderes Teil nehmen, da drin ist zum Beispiel noch so eine Bar, so ein kleines, wo haben wir es denn, oder so ein Mikrofon, alles was irgendwie ein bisschen dünn ist, ich zeige euch das mal. Dass ihr diesen Winkel hinkriegt, habe ich euch ja vorhin gezeigt, haben wir so diese Hinges und die gucken da hinten raus. Da hinten gucken die raus. Und da haben wir ein bisschen Luft drunter. Wenn ich dieses Ding nehme und es geht auch mit einem Pin, aber ich mache es jetzt mit dem, weil es für mich gerade einfacher ist. Ihr seht den Kollegen hier, den silbernen,
auf beiden Seiten, da ist drunter ein bisschen Luft. Und wenn wir die Türe aufmachen, seht ihr das? Ist da ganz viel Luft. Und wenn ich dann dieses Ding hier nehme und durchstecke, ein bisschen durchstecke, dass vorne wieder rauskommt, ein bisschen vielleicht noch, ein bisschen nachhelfen. So, ein bisschen. So, dann klemmt sich das ein. Das ist leicht dunkelgrau. Ihr könnt auch die Bar nehmen oder ein anderes Teil. Ein klitzekleines Teil, das es einklemmt. Und zack, bleibt die Türe offen. Da kann man sich das so schön ins Regal stellen und hat ein wunderschönes Displaymodell, ohne irgendwas baulich verändern zu müssen. Wenn man es nicht mehr möchte, macht man einfach nach oben, schiebt es wieder raus. Fällt jetzt irgendwo durch, ist okay, es fällt irgendwo raus. Aber so kann man die Türe dauerhaft oben lassen. Oder ihr baut sie einfach fest. Geht auch. Ihr könnt natürlich jederzeit auch hier noch irgendwas anderes machen. Das ist die Türe ein bisschen locker geworden hier. Noch ein bisschen umbauen, dass wirklich die ganze Zeit fest offen bleibt, indem ihr einfach was anderes reinschiebt, das ständig Druck drauf gibt oder eben wirklich mit Noppen festbauen. Aber das war für mich die Lösung, wie es in meinem Regal einfach gut aussieht. Spiegel sollte nach unten. Die Prints, ja, was soll ich sagen? Ich habe es euch in der Detailansicht gezeigt und ich baue das Ding jetzt mal um in alle Versionen. Zeige euch aber noch die Funktion, die Motorhaube. Die geht nämlich auf mit einem Druck. Wenn man hier zum Beispiel nach oben geht, hier eine Seite kann man so gut fassen, dann geht die auf. Drin haben wir eine Plutoniumkiste, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, und ein Hoverboard. Das Hoverboard ist auch ein Sticker, ist gut, ist halt so, auf der Unterseite diese Negativnoppen. Er hat oben keine Noppen, bedeutet, ich kann Marty McFly draufstellen, aber er haftet nicht. Ein bisschen schwer, den zu positionieren, ist ein bisschen ungeschickt. Im DeLorean, den es mal gab, in der Lego Ideas Version, da war das ein Skateboard oder ein Snowboard war das mit Aufkleber, da war es deutlich besser, denn der hat zwei Noppen. Die Plutoniumkiste ist auch beklebt ringsherum, da finde ich Aufkleber gar nicht schlimm. Und da ist auch ein Hinge, also so eine Ding, so ein Hinge zum Auf- und Zumachen drin, das Plutonium drin für Doc Browns Antrieb hier hinten. Auch ein nettes kleines Feature, voll gut, finde ich toll. Im Motorraum können wir reingucken, sehen wir natürlich ein bisschen bunt, ist halt so. Netter Mechanismus, schließt gut, alle Winkel toll. Und generell auch, wie diese Winkel gebaut sind. Hier hoch und da rum und hier und überhaupt. Grandios, ist echt grandios gelöst. Guckt euch mal das an. Hier vorne geht die Motorhaube steigend nach oben. Dann haben wir hier diese an der Windschutzscheibe, die unten 14 Studs breit ist, oben 11. Haben wir diese wunderschöne nahtlose Übergänge mit diesen Balljoints, die da gebaut sind. Und das Dach hinten auch wieder mit einem schönen Winkel, wie es runtergeht. Auch hier mit der Tür diese Winkel und der Radkasten, das ist echt super gelöst. Auch dass die Türe, wenn sie auf und zu geht, dass die wirklich so einen schönen Übergang hat mit diesen Dreieckstücken. Also da haben sie wirklich gut gemacht. Da gibt es eigentlich keine Stelle, wo Luft ist, wo keine Luft sein soll. Das haben sie super umbaut. Einziges Manko ist hier hinten der Übergang zu dem, aber das ist bautechnisch wohl nicht anders zu lösen. Ich finde es aber richtig gut, auch dass man die blauen Effekte darunter sieht. Richtig cool. Hier unten der Auspuff und so, also das ist echt klasse gemacht. Auch hier wieder mit einer Baurichtungsänderung dran und es ist echt fest. Das Kennzeichen ist eine Scheibe, die beklebt ist. Die Scheibe ist auswechselbar, da kann man dagegen drücken. Da habe ich in meiner Ersatzteilkiste drin. Man kann das Outer Time, das ist dieses hier, das Kennzeichen, kann man ändern in das von Back to the Future 2 mit den Barcodes. Nette Geschichte. Machen wir doch jetzt mal, oder? Aber das Wichtigste habe ich noch gar nicht gezeigt, oder? Habe ich noch gar nicht gezeigt? Guck mal durch die Windschutzscheibe. Haha! Da ist ein Leuchtstein drin. Seht ihr das? Sieht man das? Ja, das sieht man. Und da ist ein Fluxkompensator drin. Und der wird dann schön beleuchtet. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das hätte ich mal vorher erwähnen sollen. Egal. Leuchtstein drin. War auf der Packung auch zu sehen. Das ist ein Mega-Feature. Der Fluxkompensator kann beleuchtet werden. Ist zwar keine LED-Beleuchtung wie bei Bricsmax oder Lighttailing. Es ist halt einfach nur ein Lightbrick. Drücke ich drauf. Leuchtet. Ist halt ein Feature. Macht mal ein, zweimal. Freut sich. Erfreut sich seiner. Voll gut. Ich würde sagen, wir bauen es mal um, oder? Denn das ist das Feature Nummer 1. Für den Umbau sind alle Teile im Set drin und man braucht nur für ein, zwei Modifikationen Teile von der anderen. Ich nehme einfach diese Stange hier oben weg, nehme den Motorraum, das Ding hier weg, da brauche ich gleich das Unterteil davon von Mr. Fusion. Das ist voll gut, sage ich euch. Dann müssen da zwei Teile raus und da zwei Teile raus, dass wir Platz haben im Motorraum. Die müssen alle raus. Dann haben wir hier hinten Platz. Und dann, meine Freunde, kommt Mr. Fusion. So. Der Kollege kriegt normalerweise hier noch diese
diese Slopes hier dran, die mache ich jetzt mal nicht dran, das hält auch so, das muss noch weg. Das hält nämlich jetzt zum Präsentieren auch so. Zack. Und schon habe ich ein Auto aus fast Zurück in die Zukunft 2. Da ist dann Mr. Fusion dran. Da haben wir ein kleines Skelettbein in Rot, kann man aufklappen, kann man dann aufmachen. In dem Ding drin haben wir, na kommst du raus, eine gelbe Banane und eine Bierdose. Wir erinnern uns, am Ende von Teil 1 bzw. Anfang von Teil 2 macht dann Mr. Fusion eine Bierdose und eine Banane rein, klappt den zu und dann geht das Auto nach oben, klappt die Räder um und fliegt in Jahr 2015. Mega. Dass wir diesen Effekt haben, wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein Rad weg und mache jetzt mal eins von den anderen Reifen weg hier. Ein Gummi weg, dann oder mal zwei. Wir machen mal zwei weg, oder? So, bleibst du da? Rollt es einfach weg. So, machen wir die Räder hier dran. Zack, Nummer 1. Jetzt brauche ich auch andere Aufnahmen. Die Pins sind natürlich auch enthalten. Das sind diese Dejen Pins, dass sie leicht laufen. Die sind auch mit enthalten. Die anderen Räder haben Dreier Pins dran wegen der Felge. Übrigens bedrucktes Teil. Bedruckt. So. Ich mache es nicht bei allen vier, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ihr seht auch die Aufnahme, die Gummi ist gut. Da ist so ein Gummi. Das sorgt dafür, dass wenn es schnallt in die eine Richtung, jetzt Achtung, dass es einfacher zurückschnallt und da die Aufnahme, dass man genau weiß, wo das Rad hinkommt. Zack, hier vorne machen wir das gleiche. Runter mit dem edlen Gummi. Auf ewig verloren im Nimbus unter der Kamera. So. Zack. Zack. Back to the Future 2. Back to the Future 1. So, so viel Zeit muss sein. Und dann kann man das Ding dann nehmen und kann es einfach umklappen. Zack. Und wenn wir es jetzt hinstellen, steht es auf den Rädern. Ist blöd. Deswegen sind diese Kollegen mit bei, diese Transclear-Steine. Die kann ich unten dran machen. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Uah! Jetzt hat Mr. Fusion seinen Antrieb verloren. Geht ja gar nicht. So, machen wir die wieder drunter. Die werden an zwei Stellen befestigt jeweils. Und dann stellt man den hin. Und dann steht er nicht auf den Reifen, wie ihr seht, die sind frei, sondern der steht wirklich auf dem Transclear-Stein. Und das war der Nachteil, den ich meinte. Das ist das, was mir missfällt. Warum sind da nur so wenig Transclear-Steine mit drin? Warum ist es nicht so, dass einfach da mehr Transclear-Steine drin sind? Ich mache das einfach mal aus Beispiel, aus Spaß an der Freude. Was wäre, wenn hier unten mehr Steine dran wären, dass man zum Beispiel so eine Position fahren könnte, dass, oder stellen könnte, dass das so aussieht, als ob man nach oben weg fliegen möchte. So schön nach oben weg und dass man das einfach sieht, dass er schwebt. Warum sind da nicht einfach 10 Steine mehr drin? Das finde ich sehr, sehr schade. Sehr schade. So, das Gute ist, die Steine kann man dran lassen und trotzdem rollt er noch. Das funktioniert. Und wenn wir den umbauen zu Back to the Future 3, jetzt kommt's, muss Mr. Fusion ja dranbleiben, aber wir müssen diesen Aufsatz hier einbauen. Den da, den er im Westen aufsetzt, um überhaupt den Motor da auf die Leistung zu kriegen. Hier brauchen wir noch ein paar Teile. Diese paar Teile sind im DeLorean hier zum Beispiel verbaut. Hier sind ein paar Teile aus, von der ersten Version, die habe ich jetzt da weggelassen. Die einfach, die brauche ich jetzt nicht, um euch das zu zeigen. Highlight ist für mich hier, machen wir das weg. Hier ist ein Trinkgefäß, dual molded, trans clear und orange. Kennen wir zum Beispiel in anderen Farben aus Harry Potter, aus dem Hogsmeade wollte ich schon sagen, aus der Winkelgasse. Und es wird hier schön verwendet als irgendeine schöne Anzeige. Und die Motorhaube hier, ja, so rum, zack. Und jetzt muss man die Motorhaube entsprechend umbauen, dass es nicht wegrutscht. Das mache ich jetzt aber auch nicht, ich halte es einfach nur fest. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das ausschaut. Hier muss man nämlich an einer Stelle Noppen, die da sind, aus einer Reihe vom Motorraum muss man hier die Steine hierfür einsetzen. Die sind hier seitlich dran, muss man die hierfür einsetzen. Und dann kann man diesen Effekt erzielen. Dann hat man Noppen zum Draufmachen. So, ich halte es einfach mal fest und dann schaut er so aus. Dann habt ihr den DeLorean aus dem dritten Film. So einfach kann man den umgestalten. Man hat immer die Ersatzteile mit bei, kann den einfach nehmen. Meine Lieblingsversion ist tatsächlich nicht die aus Teil 2 oder 3. Meine Lieblingsversion ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft Teil 1.
in dem das erste Mal Dr. Emmett Brown und Marty McFly Bekanntschaft mit der Zeitreise machen. Das ist für mich der ikonischste Teil. Das sind nicht nur geniale Zitate mit drin. Und ihr seht schon, ich kann das einfach blind umbauen. Ich muss da gar nicht groß nachdenken. Das ist wirklich easy. Ist nicht so, dass ich es schon 24 Mal gemacht habe, aber das erste Video aufnehmen mit dem Zeug. Ich habe es halt mal zwei, dreimal umgebaut. Ich wollte wissen, wie das ist. Und für mich ist einfach Teil 1 der ikonischste Teil, überhaupt die Zeitreise, wie es funktioniert und Marty in der Vergangenheit und hin und her tanzt unter dem See. Das ist sehr ikonisch. Tada! Den Kollegen noch dran. Mal gucken, ob die Zeitleitung noch geht. Ja, funktioniert. Auf die Felgen kommt es nicht an, die wechsle ich jetzt nicht aus. Aber machen wir noch die Kollegen hier rein, in die Vertiefung hier rein. Na komm. Mich würde mal interessieren, was ist euer liebster Zurück in die Zukunft-Film? Back to the Future 1, 2, 3, was ist das so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und was euer Lieblings-DeLorean ist, welcher Umbau? Für mich hat es einfach was Nostalgisches, wie da unter der City Hall durchfährt und den Strom abgreift. Finde ich einfach super. Und ihr seht schon, ich habe es euch, wie gesagt, am Anfang war schon mein Fazit. Da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Es ist ein gelungenes Set, ein tolles Set, wirklich klasse. Ich habe euch, glaube ich, alle Details gezeigt, die mir aufgefallen sind in der Lightbox. Und für mich wird es eine Weile, wirklich eine Weile lang da hinten drin stehen im Regal. Schön in der Vitrine, hinter Glas, dass kein Staub dran kommt. Ja, oh, zwei Sachen wollte ich noch loswerden. Zwei Sachen noch. Oh, verdammt, hätte ich fast vergessen. Muss kurz die Scheibe abhusten. Die Scheibe hat keinen einzigen Kratzer. Die Scheibe hat keinen einzigen Kratzer. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr, warum die Scheibe keinen Kratzer hat? Weil die in einer Schutzfolie war. Wenn ihr Elektrogeräte, ein Handy kauft oder so, dann habt ihr immer so ein Schutzfolien-Ding auf dem Display oben drauf. Ja? Und dann zieht man die gerne ab. Das ist ein tolles Gefühl, so ein Elektrogerät zusammen mit einem Display, die Schutzfolie auf den. Die Scheibe ist in so eine Folie eingewickelt. Null Kratzer. Perfekt. Lego hat dazugelernt. Das muss ich mal mega lobend anerkennend sagen. Lego hat dazugelernt. Die Scheibe so verpackt, dass keine Kratzer sind. Wie oft hatte ich bei den Modular Buildings Scheiben mit Kratzer drin? Wie oft hatte ich da Probleme mit diesen Trans-Clear-Elementen? Hier war das riesig große Teil super eingepackt. Tipptopp. Lego hört auf die Leute, Lego hört auf die Fans, Lego nimmt sich an, verbessert sich und nimmt die konstruktive Kritik mit, um sowas zu produzieren. Ich bin restlos begeistert. Habt ihr den DeLorean bekommen? Habt ihr ihn online bestellt? Habt ihr ihn im Laden bekommen? Wartet ihr, bis er im freien Handel ist? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt nehme ich wieder die Reifen ab, mache wieder die Originalfelgen drauf, suche die andere Felge, die runtergepurzelt ist, stelle ihn ins Regal und da werdet ihr den hinter mir auch eine Weile lang sehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken und habt einen schönen Tag. Bis bald.